Strahl macht ein Saubertreck. Ich habe eine Mütze. Kannst du das sehen? Nein, du musst hier vorne kommen. Hier, komm bitte nach vorne. Ja, weiter nach vorne. Nein, das ist hier nach vorne. Das ist nach hinten. Ja, ja, ja. So, Maike hilft dir. Genau, alle wollen dich hören. Okay. Okay, ich sehe deine Mütze. Ja. Warum? Du hast gesagt, sehen wir deine Mütze. Ja, wir sehen. Ja. Oh, das sind keine Münzen. Also. So, das ist keine Münze. Ich werf das. Oh. 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 Ich fand das so großartig, so groß wie der Matterhorn. Ja, das ist meine Bewertung. Also ja, ich finde das einfach geil. War super, gut gemacht. Das fand ich ähnlich wie Rittersport. Rittersport! Ja. Nicht auf Deutsch, sondern auf Französisch. Französisch. Und das Lied, es heißt Ram, Ram, Ramme. Ramme. Okay, los geht's. Ram, Ram, Ramme. Was sagt unsere Jury? Also, das war so magnifik, dass ich mitgemacht habe. Merci beaucoup. Kanu. Ich war sehr beeinflusst, also habe ich einen Fluss. Sehr gut, sehr gut. Sehr gut. Und was denkt das Publikum? Okay, vielen Dank, vielen Dank. Okay, wir werden Igor zur Bühne kommen. Und Igor spielt Geige. Oh mein Gott. Sad violin. Thank you.
Wow, das war aber toll. Und was sagt unser Jury? Indem, dass er eine Geige gespielt hat, bekommt er eine Gitarre. Oh. Sehr gut, danke. Ich fand es so toll. Ich glaube, man könnte das sogar neben dem Brandenburger Tor spielen und sehr viel Geld verdienen. Wow! Wie Kai das mal gemacht hat. Also das war so schön wie Bach, dass man viele Igor-Witze machen könnte. Vielen Dank. Okay, als nächstes. Also bitte respektvoll sein. Vielen Dank. Genießen Sie. Igor heißt ja. Oder nach vorne? Ja. Ich bin auch dran. Ich fand das LK unglaublich schön! Ich fand es genauso unglaublich und dafür bekommt er einen Mond. Wow! Sehr schön. Vielen Dank, LKÜs. Das war wirklich toll. Wir Eiko mit seinem Ukulele. Und Isaac. Du kannst mitsingen. Okay, Eiko spielt der Papagei. Yes. Und er hat sein eigenes Papagei mitgebracht. Also ihr dürft mitsingen, wenn ihr wollt. Ihr könnt alle aufstehen. Ja, alle aufstehen. Ihr könnt aufstehen. Ihr könnt aufstehen. Ja, das war uns. Ja, and then this is awesome. All right, Oscar, we got this. Der Papagei, ein Vogel ist. So
So, danach will ich durch mein Glücklichkeit hüpfen. Ah. Das Lied ging um einen Papagei und dafür bekommt er eine Ente. Ich fand, wenn man das so hört, man denkt, oh, man ist in den Tropik und man möchte zum Strand. An der Nordsee, aber naja. Sehr toll. Also zunächst haben wir Lorelei und sie macht. Das ist die Anneliese. Oh, Anneliese, auch bitte nach vorne kommen. Nur dieses Mikrofon halten, okay? Das ist es? Ja. So. Okay. Hingesessen. Da 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 Ich würde das auch im Zug machen. Würdest du wirklich? Im Zug? Wenn ich das machen könnte. Ich fand das schlossartig. Oh. Fand das cool. Auf Schweizerdeutsch. Das war cool auf Schweizerdeutsch. Ja, cool auf Schweizerdeutsch. Okay. Und sie wird für uns heute tanzen. Können wir einen Wunderapplaus für Gisela haben? Vielen Dank. Vielen Dank, Gisela. Was denkt die Jury? Sie denken zu langsam. Das sieht so gut aus, wie Rittersport schmeckt. Ich fand das Beste wie Matt Damon. Boah, ey. Ich fand es so groß wie der Kölner Dom. Spitzenmäßig, sehr gut, noch besser. Okay, hier. Haus Kitzbühel. Und sie machen etwas zusammen. Eine Überraschung. Eine Überraschung. Okay, Haus Kitzbühel. Applaus für Haus Kitzbühel, bitte. I see you.
Also ich glaube, das kann man moderne Kunst nennen. Ja, das ist moderne Kunst. Gut, was denkt die Jury? Ja, nice. Sind genauso. Das ist moderne Kunst wie eine Ananas. Ja, ja. Das sehe ich. Ich fand das Kids. Boah, ey! Ich fand das genauso verrückt wie der König Ludwig II., der Neuschwanstein gebaut hat. Sehr gut. Okay, jetzt haben wir Götz. Götz, und Götz wird etwas essen für uns. Und was sagt unser Jury? Ich erinnere mich daran, dass im unten hier beim Kaiser Wilhelm Gedächtniskirche, da gibt es ein Geschäft und die sammeln Geld für Brot für das Welt. Brot für die Welt. Also, das lasst mich mit einem super Geschmack im Mund. Ich frage mich, ob er auch ein Buch essen kann. Nächstes Jahr. Also weißt du was, Wanze? Ich glaube, es ist schon ziemlich spät. Ich spiele ein paar ruhige Sachen. Ja, und dann gehen wir weiter ja, mit dem Abend, okay? Ja. Thank you.
Beeindruckend. Und was sagt unser Jury? Ich werde sagen, das war wunderbar. Ich fand das sehr deutsch, genau wie ein Maß Bier. Okay. Ich fand es wie der Riesenrad am Prater. Es ging und es ging und es ging. Mein Haus ist klein, aber die Bühne ist groß. Wie viel? Ungefähr 3. 2,5. Ich weiß nicht. Ja. Oh. Okay. Seid ihr bereit? Timo ist bereit. Bist du bereit? Ah, ich bin Timo. Okay. Bist du schnell. Du willst mich haben, denn du findest mich schön. Ich muss sagen, das kann ich gut verstehen. Du magst Geschenke und du wächst bei mir ab. Und ich denke, dass ich gut bei dir hab. Doch da gibt es eine Sache, die ich gar nicht leiden kann. Doch ich kann heute leben, so nah an mich ran. Küssen verboten, küssen verboten, küssen verboten, Ring verboten. Keine, die mich hier gesehen hat, hätte das geglaubt. Küssen ist bei mir nicht erlaubt. Schon in der Schule, ich war 7 Jahre alt. Die Jule, die mich total verknallt. Sie ging nach Hause, kam sie hinter mir her. In der Pause wollte sie noch viel mehr. Sie dachte sich, dass sie Frikäse Brötchen kaufen kann. Und dann kam ich von der Lippen, so nah an mich ran.
Wir sind verboten. Streng verboten. Keiner, der mich je gesehen hat, hätte das geglaubt. Küssen ist bei mir nicht an. Konto niemals leer, wär so gerne Millionär. Millionen schwer, ich wär so gerne Millionär. Ich hab kein Geld, hab keine Ahnung. Doch ich hab ein großes Maul. Bin weder Doktor noch Professor. Ich bin stick im Bauch. Ich hab keine reichen Freunde. Keine reichen Freunde. Von viel Kohle hab ich bisher leider nur geträumt. Was soll ich tun, was soll ich machen? Bin vor Kummer schon erkrankt. Hab mir mal paar überlegt. Vielleicht knackst du einer Bar. Doch das ist leider sehr gefährlich. Bestimmt werd ich gefasst. Außerdem bin ich noch ehrlich und bin ich in den Knast. Aha, ich wär so gerne Millionär, wenn mein Konto niemals leer. Wär so gerne Millionär, Millionen schwer. Ich wär so gerne Millionär. Es gibt so viele reiche Witwen, die begehren mich sehr. Sie sind so scharf, meinen Körper. Aber den geht in mich her. Ich glaub, das wird dich verkraften. Keinen Preis der Welt. Deswegen werd ich lieber Popstar und schwimm in meinem Geld. Aha, ich wär so gerne Millionär, wenn mein Konto niemals leer. Wär so gerne Millionär. Millionen schwer, ich wär so gerne Millionär. Konto niemals leer, wär so gerne Millionär. Millionen schwer, ich wär so gerne Millionär. Mein bester Freund, das ist nicht ungefähr. Mein bester Freund, das ist ein MDU. Mein bester Freund, das ist nicht ungefähr. Mein bester Freund ist Robin. Der kämpft immer gegen das Unrecht in der Welt in dieser Welt. Mein bester Freund, das ist nicht irgendwer. Mein bester Freund ist keiner von den Stones. Bester Freund, das ist nicht irgendwer. Mein bester Freund ist Sherlock Holmes. Der kämpft immer gegen das Unrecht in der Welt. Denn er kämpft immer gegen das Unrecht in der Welt. Denn er kämpft immer gegen das Unrecht in der Welt. Gegen das Unrecht in der, in dieser Welt. Mein bester Freund, das ist nicht irgendwer. Mein bester Freund, das bist nicht etwa du. Bester Freund, das ist nicht irgendwer. Mein bester Freund ist Winnetou. Denn er kämpft immer gegen das Unrecht in der Welt. Denn er kämpft immer gegen das Unrecht in der Welt. Denn er kämpft immer gegen das Unrecht in der Welt. Gegen das Unrecht in der, in dieser Welt. Doch leider sind die Freunde alle tot. Und das ist für mich sehr schwer. Doch leider sind die Freunde alle tot. Es war mein Vorbild, der Zeit.
das Unrecht in der Welt. Deshalb kämpf ich es gegen das Unrecht in der Welt. Deshalb kämpf ich es gegen das Unrecht in der Welt. Gegen das Unrecht in der Welt. Vielen Dank, das war super. Vielen Dank. Vielen Dank. Was denkt unsere Jury? So, ich glaube, in vielen Jahren werden sie genauso berühmt wie Pavarotti, als er bei Wiener Staatsoper aufgetreten ist. Oh, wow. Aber vielen. Sehr gutes Kompliment. Also, dieser Mini-Konzert fand ich prinzlich. Zwei Bier. Okay. Zwei. One. Oh. Yeah. Yo, Bruder, wir sind die fantastischen zwei. Von einer, die ihr kennt, sie lebt in der Glotze auf weißem Pergament, sie ist orange, größer als ein kleiner Elefant und schon das ganz allein macht die Sache interessant. Habt ihr sie erkannt? Wisst ihr, wen ich meine? Lang ist die Nase und kurz sind die Beine. Sie ist ein Star, sie hat den Bogen raus, meine Damen und Herren, hier kommt die Maus. Sie weiß Bescheid, die Maus, die kleine süße Maus, sie kommt der Saft in die Tüte und die kommt er wieder raus. Warum hat der Käse Löcher und der Käsekuchen nicht? Warum brennt auch nachts im Kühlschrank das Licht? Wie kommt die Wurst in die Pelle und wo kommt die Pelle her? Warum hat die kleine Maus den Elefanten so gern? Die Antwort bekommst du direkt zu dir nach Hause. Schalt die Klotze an, denn hier kommt die Maus. Hier kommt die Maus, hier kommt die Maus. Weil sie aufräumen. Nicht vergessen. Okay. Ich fand es so großartig, genauso großartig wie der Erfurter Dom und der St. Stephans Dom, die nebeneinander in Erfurt bleiben. Ihr wart großartig. Natürlich. Also, weil du ein Mavericks-Pulli trägst, fand ich das so großartig wie Dirk Nowitzki. Yeah. Aber auch Boston, also Massachusetts. Ja. Kommt, zwei Bier. Für zwei Leute. Wow. Schafft ihr? Okay. Also das ist unser Ende. Ihr bekommt ein Boah-Ey von uns, die MCs, weil ihr alle so toll sind. Und wir wollen gute Nacht jetzt sagen. Und Applaus für Anna und Maike! Vielen Dank auch an unsere Jury, an Bernd, Jupp und Michael. Vielen Dank. Können wir einen Applaus für Sie haben? Und dann nochmal einen Applaus an alle, die etwas heute gemacht haben. Vielen Dank. Und auch einen Applaus an unser Publikum, die so gut aufgepasst haben. Vielen Dank. Und jetzt sagen wir gute Nacht. Gute Nacht.